Servus, liebe Fußballfreunde da draußen. Das erste Spiel zur Kommentation stand an. Und ich würde einfach mal sagen, wir schauen direkt mal rein, wie es so lief. Der Gegner war Non-Stop Football. Und Estelle Effekt spielt hier den Ball an. Wir haben nur nichts gelevelt, das seht ihr vielleicht an der geilen Kugel und dem riesigen Stadion. Aber ist auch nicht weiter schlimm. Es geht ja hier um den Fußball. 10 Minuten sind gespielt, noch ist nicht viel passiert. Der Ball wird im Mittelfeld hin und her gespielt. Henrik Holzer hat jetzt hier den Ball, spielt ihn vor auf Billy Lyons, auf den guten Marcel. Der hat sich bereit erklärt mitzuspielen auf Kurt Kreuzek und er macht das 1:0 nach 15 Minuten. Endlich! Der Gegner versucht hier die Pässe abzufangen. Melanie Mandecker kriegt von Benny Blindner einen Freistoß gepfiffen. Das ist auch schon etwas Besonderes hier bei einem Spiel. Oh, Svenja ja haut hier unseren Spieler gut um. Melanie Mandecker wieder am Ball, wird aber von Svenja Schlenzer gestoppt. Der Gegner dribbelt jetzt aufs Tor. Flanke, Kröhr kommt zum Schuss und Tor. 1:1 durch Kröhr, da hatte ich nicht den Hauch einer Chance im Kasten. Henrik Holzer mit der Flanke, Laura Lupf jetzt wieder am Ball. Spielt auf Katja Kreuzig. Was macht die Dame? Ach, das ist bestimmt die Schwester von Kurt Kreuzig. Nein, aber was will man machen, wenn man noch keine Mitspieler hat? Kröhr wäre fast zum Kopfball gekommen, aber Blindner pfeift hier die Chance ab. Bitter, bitter für den Gegner. Wir suchen halt händeringend Mitspieler, das ist ganz klar. Wenn ihr also Bock habt, auf Server 9 nochmal hier irgendwie durchzustarten oder mit einem bestehenden Charakter mitzumachen, meldet euch einfach. Jeder ist willkommen und wird definitiv, denke ich, auch spielen. Wir werden zwar nicht direkt aufsteigen, aber dafür denke ich denn sicher nächste Saison. Melanie Mandecker jetzt wieder am Ball für uns. Geht hier noch was? 30 Minuten sind noch zu spielen. Emil Elva mit der Flanke. Kurt Kreuzig ist da. 2:1 nach 66 Minuten. Schönes Ding. Melanie Mandecker auf Henrik Kreuzer jetzt wieder. Der ist schon ziemlich K.O. Melanie Mandecker wieder mit dem Rüden einsteigen. Aber solange der Schiri nicht pfeift, ist es normal. Ball gespielt. Marcel jetzt hier wieder am Ball. Dribbelt gut los. Müsste gleich abziehen oder rüberspielen, macht es selber. 3:1. Marcel hat hier seinen Doppelpack. Gar nicht wahr, hat er nur eine Vorlage gemacht. Kurt Kreuzig hat hier einen Doppelpack. Und was passiert jetzt noch? 5 Minuten sind noch zu spielen. Marcel wieder am Ball. Macht es selber. Holt er seinen Doppelpack? Ja, macht er. 4:1. Jetzt hier gegen Nonstop Football. Benny Blindner pfeift das Spiel ab. Richtig nice. Und Bekanntheit wird hier auf jeden Fall gut gepusht. Hab jetzt hier noch mal ein paar Treter bekommen. Hab hier auch schon meine Kombis aufgeschrieben. Und klick mich jetzt hier trotzdem einmal durch. Und schau einmal rein. Ui, sind sogar besser als meine jetzigen. Nehme ich doch natürlich mit. Ja, ihr seht ja hier unser Team. Und blablabla, was war das? Neue taktische Möglichkeiten, ja, das können wir dann auf jeden Fall machen. Ja, können wir... Blablabla, zu wenig Geld in der Vereinskasse. Weiß gar nicht mehr, wie geht das? Cash. 1400? Ja, ha, nice. So lange nicht mal gemacht gehabt. Jetzt hier erstmal den Manager hochleveln. Bringt ja ein was, wenn wir mehr Geld bekommen. Von daher alles super. Leveln wir noch das Stadion eben hoch. Zack. Zack. Und das war's dann auch schon. Also ihr seht, wir sind hier nur zu zweit und würden uns da echt über jeden Spieler freuen, der da mitmacht. Den Marcel, den stellen wir hier einfach mal in die Mitte. Und meldet euch einfach, kommt einfach rein, ihr seht, es ist Platz da und würden uns auf jeden Fall richtig freuen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Haut rein!